Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den großen L'Occitane-Adventskalender rein. Den habe ich hier. Der ist ziemlich fancy. Ich bin mal gespannt, wie der gleich aussieht, wenn wir den auspacken. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, da gibt es auch noch eine günstigere Variante. Der ist auch schon heute online gekommen und dieser kleine Klopper hier, hat 129 € gekostet und hat einen Warenwert von 238,50 € laut L'Occitane Homepage. Wir werden das natürlich ein bisschen nachrechnen und nicht nur ich habe ihn bestellt, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Schaut gerne mal für eine zweite Meinung bei ihr vorbei und ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Adventskalender. Ich sehe hier noch keine Boxen oder Kläppchen. Packen wir den jetzt erstmal aus, wa? Okay, huch. Das ist wirklich nur so eingefaltet in diesen Geschichten. Und so schaut er dann von innen aus. Sehr hübsch. Schön, ja, nicht ganz zum Wiederverwenden, weil du hast ja auch leider zwischendrin Kläppchen. Ach so, es sind also ne, große Boxen, aber normal große Produkte, um das mal so zu sagen. Hier haben wir einmal die Handcreme drin enthalten, startet genauso wie der andere auch. Ne? 20% Shea Butter, 30 ml sind hier drin, das ist ein Klassiker und ich mag gerne die Handcremes von L'Occitane. Generell die Pflege finde ich auch wirklich sehr, sehr hautverträglich und ich mag sie bei mir sehr gerne. Das finde ich super. Am 2. Dezember sind zwei Sachen drin enthalten. In dem Preissegment sollten die auch ein bisschen einen raushauen, das muss ich wirklich sagen. Das ist die Immortelle Precisieux Proactive Skincare Cleansing Oil. Das sind 30 ml hier drin und ich mag gerne Öle als ersten Schritt, um mein Make-up schon mal aufzubrechen und zu lösen, anzulösen und um dann wirklich alles runterzuwaschen, nehme ich dann meistens noch so einen Schaumcleanser oder Gelcleanser. Ne? Finde ich immer super. Also das ist auch eine sehr schöne Applikationsform hier. Und dann haben wir hier noch mit dabei das Face Make-up Remover Glove Produkt. Das dürften wir bei dem anderen in einem separaten Kläppchen drin gehabt haben, oder? Ja, genau. Das finde ich aber auch, also es ist jetzt glaube ich nicht super hochwertig oder so. Du kannst auch durchgucken und so, ne? Aber es ist ein schönes Produkt, was man halt so wie so ein Mini-Waschlappen über die Hände ziehen kann. Ich verwende sowas halt immer und vor allem, wenn ich tatsächlich Toner auftrage oder halt noch den letzten Rest vom Schützenfest abschminke, ist das wirklich gut. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier hoffe ich, dass wir nicht viele Doppelungen oder sowas finden. Also hier möchte ich wirklich maximal 3 Sachen pro Kategorie haben. 3 Handcremes, 3 Bodylotions, 3 Duschsachen. Ne? Hier haben wir eine Bodylotion mit 50 ml aus der Vervain Collection. Das ist, glaube ich, einfach Zitronenverbene oder so oder Verbene generell. Ist ein bisschen zitrisch und riecht auch ein bisschen ja, blattig, also quasi grün, so natürlich halt, ne? Kann man machen. Ich persönlich finde definitiv, dass die diese Umverpackung sehr hart gemacht haben. Das heißt, wenn ich hier versuche, dieses doch sehr dickflüssige Produkt rauszukriegen, ist das nicht ganz so leicht. Da muss man manchmal ein bisschen kämpfen, um die Reste auch noch rauszukriegen bei den kleineren Größen halt. Hier haben wir die Nummer 4. Ein Tübchen ist drin enthalten, die Immortelle Divine Mousse en Crème Nettoyante 14 ml, die Foaming Cleansing Cream. Siehst du, das kannst du nämlich als zweiten Schritt dann verwenden oder wenn du halt morgens dein Gesicht reinigst als alleiniges Produkt. Hat das jetzt einen hohen Wert? Nee, glaube ich nämlich nicht. Ne? Also da hätte ich mir gewünscht, dass die hier halt ein größeres Produkt von dieser Kategorie halt reingegeben hätten. Weiter geht die wilde Reise am 5. Dezember für uns einen Tag vor Nikolaus. Und hier haben wir ein festes Shampoo und zwar das Gentle and Balance mit 5 essentiellen Ölen. 60 Gramm sind hier drin enthalten. Sowas kann man immer sehr gut in Adventskalender halt reinpacken, weil so ein Produkt läuft hier nicht aus und so. Ne? Das ist immer ganz schön. Aber ich bin halt, also meine Haare mögen leider nicht so gerne die festen Produkte, aber trotzdem ist es schön, dass es hier mit drin ist. Ich glaube, viele freuen sich auch darüber. Riecht eigentlich auch echt interessant und angenehm, ne? Also das sieht schön aus, kann man wirklich gut machen. Und das dürfte auch wirklich mal eine Full-Size sein, oder? Auch an Nikolaus haben wir hier ein festes Produkt drin enthalten. Das dürfte eine Seife sein, genau. Das ist die Verbena Extra Gentle Soap mit 50 Gramm. Ja, solche Seifen kann ich sehr gut nehmen, halt zum Händewaschen, klar. Oder ich nehme sie halt einfach, um meine Pinsel zu waschen. Das ist auch immer eine ganz gute Möglichkeit, die weiter zu verwenden. War jetzt aber weniger so ein Bäm-Nikolaus-Produkt. Mal gucken, ob uns das hier jetzt überraschen kann. Am 7. Dezember haben wir ein Parfum drin enthalten, Leute. Neroli und Orchidee, ein Eau de Toilette mit 7,5 ml. Mal gucken. Also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Ich werde es mal kurz ein bisschen versuchen zu riechen. Oh, nee, werde ich nicht.
Das ist leider eine Miniatur, also für mich leider, für euch toll, weil das hier wird dann definitiv auch in den Parfüm-Miniaturen-Adventskalender gehen. Da werde ich den einen oder anderen, ich denke, es werden sogar zwei werden dieses Jahr, auch verlosen im Oktober. Es riecht sehr angenehm, also blumig, ne? Ein schöner Duft. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, und hier ist eine Tube drin enthalten. Und zwar ist es eine Cleansing Milk. Wir hatten ja schon jetzt das dritte Reinigungsprodukt hier fürs Gesicht mit 20 Millilitern und mit Shea Extract, was natürlich super angenehm ist für sensible Haut oder auch trockene Haut. Denn man mag, also ich mag es zum Beispiel nicht so gerne, wenn meine Haut nach der Reinigung so stumpf ist und so quietschesauber, ist nämlich gar nicht so gut für die Hautbarriere. Ich glaube, das hier ist eine ganz gute Geschichte, um einfach mal hier reinzuschauen, ne? Hier vor allem, ne? In das Sortiment von L'Occitane. So, in der Nummer 9 dürfen wir uns direkt mal über zwei Produkte freuen. Und das macht mein Herz doch glücklich, muss ich wirklich sagen. Hier haben wir ein... Hä? Ist das zweimal das gleiche? Nee, das ist einmal das Shampoo und einmal der Conditioner aus der Gentle and Balance Reihe. Jeweils 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Das finde ich super. Das finde ich richtig, 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 richtig geil. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Muss ich wirklich sagen. Da ist Lavendelöl drin und Präbiotika. Ich glaube, meine Haare werden es lieben. Vor allem, weil jetzt gerade kann ich auch einfach so sensiblere Shampoos ganz gut für meine Kopfhaut gebrauchen. Auch in der Nummer 10 darf es in so einem Kläppchen weitergehen. Und nee, das ist Hartplastik. Ich wollte schon sagen, ist das Glas? Nee. Das ist ein Supple Skin Oil. Schön. Mit Almondöl, also mit Mandelöl. Smoothing and Beautifying. 15 Milliliter sind hier drin. Das ist halt eine sehr reichhaltige Art von einem Serum. Würde ich persönlich nämlich verwenden nach dem Toner und vor der Augencreme und vor dem Moisturizer. Und halt vor allem abends. Ne? Da mache ich gerne so eine richtig reichhaltige Pflege auf mein Gesicht. Spannend. Am 11. Dezember haben wir hier wieder eine kleinere Geschichte drin, wobei, nee, das ist eine Originalgröße. Das ist ein Ultra Rich Lip Balm mit 10% Shea Butter und 12 Millilitern. Sowas ist super. Also super, super, super in einem Adventskalender, weil im Winter hat man etwas trockenere Haut, die Lippen sind meist etwas spröde und dann kann man das sehr, sehr gut gebrauchen. Das finde ich jetzt, also jetzt gerade hat der Adventskalender einen Lauf, ne? Die dann so ein bisschen zur Halbzeit gedämpft wird. Denn da haben wir Immortelle Précisieuse, was ich per se toll finde, eine Augencreme. Da sind halt nur 4 Milliliter drin. Also da hätten sie 5 machen können, dann hätte ich jetzt nicht gemeckert. Aber naja, es ist halt eine sehr kleine Sache. Wir haben hier auch nur bis hier ungefähr das Ganze gefüllt. Aber ja, komm, eine Augencreme mit 4 Millilitern hat auch ihren Wert, ne? Also das habe ich auch im anderen Adventskalender ein bisschen vermisst, dass man auch die Augen pflegen darf. Nee, ich finde es gut. Ein bisschen klein, aber ich finde es trotzdem gut. Und ja, die erste Hälfte ist schon relativ abwechslungsreich, auch wenn wir relativ viel zur Gesichtsreinigung haben. Doch, das gefällt mir. Da haben wir einen guten Mix drin. Schauen wir mal, ob es in der zweiten Hälfte auch so weitergeht. Und solltet ihr Bock auf den Adventskalender haben, ist natürlich ein Link in der Infobox. Und da gab es auch irgendwie einen Code, mit dem man 15% sparen konnte. Ich schreibe euch den mal unten rein. Vielleicht gilt der ja noch. Ich habe hier am 13. Dezember ein Körperpeeling. Also es sind schon allerhand Produkte so mit dabei, die wir halt auch im kleineren Adventskalender haben, der ja nur die Hälfte kostet, ne? 20 Milliliter von dem Shower Scrub und da haben wir Mandel drin enthalten und die Peeling-Partikel sind tatsächlich gecrushte Mandelschalen, sind das dann ja quasi, und das wird dann vielleicht ein bisschen sehr schrubbeln. Ich mag jetzt lieber halt Salz- oder Ölpeelings, weil die sich halt auflösen, aber das hört sich eigentlich ganz interessant an und das ist halt einfach auch mal ein anderes Produkt. Ich finde es gut, ne? Ach, guck mal, zum 14. Dezember gibt es wieder eine Handcreme. Das ist die Glycin-Handcreme mit 30 Millilitern. Da haben wir auch eine vernünftige Größe, ne? Also das finde ich auf jeden Fall schön, dass die hier mit dabei ist. Die haben normalerweise einen Wert von, ich glaube, 8,50 Euro pro Stück. Ne? Also dementsprechend ist es jetzt auch nicht ohne. Und ja, schön. Also Handcremes kann man im Winter gut gebrauchen. Ich brauche jetzt nicht mehr als 3 in dem Adventskalender drin. Aber ne, schön, dass es jetzt hier am 14. Dezember drin ist. Am 15. Dezember gibt es wieder was aus dieser Immortelle Divine Reihe und da haben wir die Youth Cream mit 4 Millilitern drin. Das ist schon ein bisschen wenig, ne? Vor allem die ist jetzt auch nicht wirklich groß gefüllt oder so. Da kannst du mal ein bisschen gucken, wie du es so findest, aber ich hätte schon gehofft, dass die
Produkte, die in beiden Adventskalendern gleich sind, in diesem Adventskalender dann etwas größer sind, was die ja hier zum Beispiel auch gemacht haben, aber bei manchen anderen Produkten halt leider nicht. Ne? Dafür ist dieser hier jetzt bislang auch etwas abwechslungsreicher. Naja, haben wir eine Gesichtscreme, Gesichtsöl, ganz viele zum Make-up entfernen auch schon oder Gesicht reinigen und auch eine Augencreme. Mal gucken, wie es weitergeht. Oh schön, am 16. Dezember haben wir ein Pillow Mist, also ein Kissenspray, Cocon de Serenité. Soll entspannen mit 15 Millilitern. Sehr wahrscheinlich ist es halt auch irgendwie mit Lavendelduft oder so. Ich verwende jeden Abend so ein Kissenspray und das hilft mir ganz gut beim Einschlafen. Ich verwende es halt einfach auf der Bettdecke. Ne? Und da haben wir genau, steht hier auch Lavendel und Mandel ist hier mit dabei. Und das ist doch super. Lavendel, Kopfkissennebe. Hä? Ich glaube, die haben mal L vergessen. Eine Woche vor Heiligabend haben wir ein Produkt drin, was mit 10 Millilitern daherkommt. Und zwar ist das die Emulsion en Régie. Okay, eine Immortellen Präzisiös Reihe. Ich glaube, eine Emulsion en Régie ist sowas ähnliches wie ein Serum, oder? Weiß ich noch nicht. Muss ich noch herausfinden. Schreibe ich euch mal rein, was das ist. Kann ich jetzt so noch nicht direkt so, also weiß ich nicht, wie man, oder? Morgens und abends auf das trockene und gereinigte Gesicht und nicht in die Augen kommen lassen. Eine reichhaltige Emulsion. Oder ist das eine Creme? Ich weiß es noch nicht. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir dürfen uns am 18. Dezember eincremen und zwar mit einer sehr, sehr reichhaltigen Körpercreme. 25% Shea Butter sind hier drin, Ultra Rich Body Cream, 20 Milliliter sind hier drin enthalten und sowas ist halt für die sehr, sehr trockene Winterhaut perfekt. Gerade für meine sehr, 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 sehr trockene Winterhaut. Oh schön, am 19. Dezember haben wir auch zwei Produkte drin. Das gefällt mir, muss ich wirklich sagen. Apropos trockene Winterhaut, die dürfen wir natürlich auch abduschen. Und zwar mit 75 Milliliter von dem Duschöl, was hier auch aus der Mandelreihe kommt. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal verwendet und das finde ich im Winter perfekt. Ich muss mich trotzdem danach noch eincremen, weil ich halt wirklich eine sehr trockene, ich bin eine Trockenpflaume bis zum Mond, Leute, ich sag's euch. Und aber finde ich klasse. Das finde ich richtig, 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 richtig geil. Vor allem haben wir hier auch noch ein zweites Produkt drin. Das ist das Milk Concentrate, auch mit Mandel aus der Provence. 20 Milliliter sind hier drin. Das ist eine Bodylotion, eine sehr, sehr leichte Bodylotion, die man halt, wenn man nicht so furzfurz trocken ist, super dann auch hier mit in Kombi verwenden kann und die Haut ist ordentlich gepflegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich sogar das hier in Kombination mit dem hier im Winter verwenden kann. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Also ich finde es jetzt bislang halt auch sehr, sehr schön, dass die dann noch ein weiteres Produkt mal in die Box reingelegt haben. Und ich glaube, dass man dadurch halt auch wirklich ein höheres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Am 20. Dezember haben wir eine Tube drin enthalten. Und zwar ist das ein Anti-Frizz-Serum für die Haare mit 5 essentiellen Ölen. 14 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist dann wahrscheinlich so ein Leave-In, was man quasi nach dem Duschen, also nach dem Haarewaschen auch verwenden kann. Und das ist mit Oat, also Hafer und Sonnenblumenextrakt. Ganz interessant für geschädigtes und rebellisches Haar. Rebellisch Haar steht hier drauf. Das finde ich auch interessant. Und am 21. Dezember geht es nochmal unter die Dusche, Leute. Nochmal. Es ist jetzt ein bisschen viel. Das ist halt schon wieder das gleiche wie beim letzten Mal. Die haben es komisch verteilt. Ne? Okay, das ist ein Duschgel mit 70 Millilitern, auch aus dieser Vervin-Reihe. Ich glaube, die ist super beliebt. Also viele mögen das halt. Ne? Für mich ist es ein bisschen zu zitrisch, aber ja, jeder Jack ist anders. Ich mag aber auf jeden Fall, dass wir hier eine größere Geschichte mal drin haben. Ja, bei diesem Adventskalender kommt es definitiv auf die Größe an, weil ansonsten hast du ja halt echt einen pupikleinen Wert, ne? Das muss ja nicht sein. Kommen wir zur zweiten und letzten Schnapszahl, die Nummer 22. Auch hier kommt es auf die Größe an. Das habe ich, glaube ich, schon mal... Nee, nicht das. Nicht das. Das war ein anderes. Das ist das Immortelle Reset. Das Reset Nui... das Overnight Reset Oil and Serum mit 5 Millilitern. Ich finde 5 Milliliter von einem Serum auch vollkommen in Ordnung. Denn normalerweise hast du so bei einem Serum 30 Milliliter oder so als Originalgröße. Und das ist der Tag vor Heiligabend. Und hier haben wir von L'Occitane das Immortelle Karité Pro Youth Body Care Body Balm Produkt mit 20 Millilitern. Ich glaube, das ist ein sehr hochpreisiges Produkt und deswegen ganz gut hier aufgehoben, sodass man halt wirklich nochmal am Tag vor Heiligabend so richtig Kapitjes geben kann und sich richtig schön juicy fruity macht und dann wie aus dem Ei gepellt am Weihnachtstisch zu sitzen, keine Ahnung. 20 Milliliter ist keine große Größe, aber besser haben als brauchen. Wirbeln wir die Trommeln für die Nummer 24. Hier ist auch ein größeres Produkt drin enthalten. Und zwar ist das sehr schön, Leute.
Das ist eine Full Size mit 50 Millilitern von einer Gesichtscreme. Genau das habe ich doch eben gemeint. Die Sachen, die ihr doppelt drin habt, packt in diesen Adventskalender dann bitte aber größer rein. Light Comforting Cream, Nourishing, also eine leichte nährende Creme, die Komfort geben soll mit 5% Shea Butter. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Ich glaube, darüber freuen sich echt viele, die den Adventskalender kaufen und die halt auch wirklich L'Occitane-Fan sind oder die Produkte kennenlernen wollen, dass du hier einfach mal so ein richtig cooles, luxuriöses Produkt in der Originalgröße drin hast. Das feiere ich doch. Also das ist halt wirklich so, liebe ich. Ne? Hatten wir beim Dalton Adventskalender auch, Spoiler, Spoiler, dass da halt dann auch immer mal wieder dann auch Klopper drin waren und auch in der 24. Der ist übrigens auch noch verfügbar und den kriegt ihr mit Pre-Sale Claudi nur noch dieses Wochenende, also heute und morgen quasi, 20%, also 25 Euro günstiger mit Pre-Sale Claudi. Schaut gerne mal im E vorbei, da ist das Video verlinkt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber, dass wir hier diese Gesichtscreme drin finden dürfen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir hier auch schon wieder irgendwie eine Fußcreme oder sowas drin finden, was auch per se schön gewesen wäre, aber bei einem 129 Euro Adventskalender in der 24 jetzt nicht ganz so angemessen gewesen wäre. Und es ist so schade, dass man das halt nicht weiterverwenden kann, weil halt die, ne, klar kannst du die Kläppchen hier auch irgendwie vielleicht mit Tesa zukleben oder so, weil das ist eigentlich ein richtig schöner Adventskalender. Sieht total hübsch aus. Naja, ich habe die Produkte vor mir stehen. Ich finde es, wie gesagt, richtig toll, dass wir halt auch teilweise zwei Produkte pro Kläppchen drin haben, denn teilweise sind halt die Tester, die die halt so haben, oder die Travel Sizes, wirklich klein. Und dann macht es Sinn, pack einfach noch ein zweites Produkt mit hinein und dann ist es fein. Und ich glaube, wir haben hier auch eine ganz gute Skincare-Routine, aber halt auch eine schöne Haar- und Körperpflege mit am Start. L'Occitane ist eine Marke. Es ist eine sehr, sehr schöne Marke. Und ich glaube, über diesen Adventskalender freut man sich doch um Längen mehr als über den anderen, also über den kleineren. Klar zahlst du dafür auch ungefähr das Doppelte, aber ich finde schon, dass das sich lohnt, ne? Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und ja, dann können wir uns gerne mal darüber austauschen und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!